Shulamalecha mal wieder. Heute Fortsetzung der Siebenheit. So ein paar Sachen seien sich vorgenommen für diese heutige Stunde oder zwei. Vielleicht mal so als Idee das Verhältnis von Abraham, Isaak, was schon mal in anderem Zusammenhang angesprochen wurde, jetzt speziell eben auf dieses Verhältnis von Chesed und Gvura, also von der ersten Sphira und der zweiten Sphira. Da könnte man auch nochmal die ein oder andere Geschichte vielleicht so erzählen, so im Sinne von Nebenstränge zur Bibel, zum Bibelnarrativ, also aus dem Midrash Rabbah von Bereshit, wer es selber nachschlagen will. Etwas, was zuletzt schon angesprochen war zu diesem siebten Tag, nämlich der Bedeutung des Sabbats in einem tieferen Sinne und vor allem der Sabbatheiligung und dem gegenüber, was es mit der Entweihung des Sabbat auf sich hat. Da soll mal eine kleine Anekdote nicht aus dem alten biblischen Geschichtenschatz erzählt werden, sondern aus dem, was dann schon, sagen wir mal, eine Schicht weiter außen oder später, je nachdem wie man es gerne umschreiben will, anzutreffen ist, nämlich aus der Mishnah-Zeit. Also eine Figur, die dann auch öfter in diesen Mishnah-Texten auftaucht, beziehungsweise dann in dem über diese Mishnah wieder als Gemara weitergeredeten Texten. Der sogenannte Acher, der andere, also dessen Name gar nicht mehr genannt wird, weil er eben letztlich ein Spötter geworden ist, ein Verleumder, einer, der den Sabbat entweiht. Sein Name sei hier trotzdem genannt, Elisha ben Abuja. Und wie es dazu gekommen ist, dass er dieser Spötter wurde. Natürlich nur eine kleine Facette seiner ganzen Geschichte. Mal schauen. Da wird also erzählt, dieser Elisha ben Abuja, also ein Weiser, ein Gelehrter der Tora, ein Tanait, wie es dann geschichtlich ausgedrückt wird, also einer der Lehrer der Mishnah, also einer der wichtigen Figuren, die in der Mishnah, in dem Kern des Talmuds, also der niedergeschriebenen mündlichen Überlieferung des Judentums, eine Rolle, eine wichtige Rolle spielt. Also er gehört dann auch zur ungefähr letzten Generation, könnte man sagen, der Tanaiten, also der wirklich noch für die Mishnah verantwortlichen Dialogpartner, sagen wir mal, während dann die Generation nach ihm mehr und mehr nur noch die sogenannten, also nur noch die sogenannten Amoräer sind, die dann wiederum über die Aussagen der Tanaiten weiterreden und die erörtern. Und das ist dann eher das, was man den Talmud im engeren Sinne, oder ja, also die Gemara, das, was dann der große, wirklich Regal, Wände füllende, oder zumindest ein Regal, Brett füllende Text des Talmud insgesamt ist. Während eben die Mishnah noch relativ kleines Büchlein ist, vielleicht sieht man es da in dem Regal im Hintergrund. Das ganze rechte Buch dürfte es sein, wenn ich sehe. Also ungefähr so 5 bis 6 cm oder sowas breit, also eine deutsche Übersetzung davon. Hebräische Text natürlich nochmal kompakter, wegen keine Vokale in den Buchstabenzeichen dabei. Jedenfalls Elisha ben Abuja, also noch einer von den wirklichen Mishnah-Weisen, nennen wir es jetzt mal. Es sei vielleicht kurz angemerkt, dass auch in dieser Erzählung von der Paradiesreise eben erwähnt wird, dass alle vier von den Vieren nur Akiva unbeschadet zurückkehrt. Und die drei anderen nehmen alle irgendeine Art von Schaden. Und der eine, Shimon ben Azai, ist der, der vor seiner Zeit oder nach der Hälfte seiner Tage stirbt, oder seiner Jahre. Der zweite, Shimon ben Soma, wird verrückt, wahnsinnig, könnte man sagen. Und der dritte ist eben Elisha ben Abuja, der andere, der ein Spötter wird, ein Gottesleugner gewissermaßen. Und da wird dann auch gesagt, er schnitt ab die Pflanzungen des Paradieses, also als
Ausdruck seines Spottes für dieses mystische Erleben, was er in diesem Paradiesbild sich ausdrückt. Aber ja, Akiva kam unbeschadet zurück. Nun zurück aber Elisha ben Abuja und dieser anderen Geschichte. Da wird gesagt, er ist einmal draußen rumgelaufen und sah dann einen Vater mit seinem Sohn an einem Baum stehen. Und in dem Baum war ein Nest. Ein Nest, wo die Mutter auf ihren Eiern saß, sie ausbrütete. Und der Vater sagte zu seinem Sohn: Sohn, geh da hoch, also kletter da hoch auf den Baum, nimm die Eier aus dem Nest, lass aber die Mutter, die Vogelmutter, fliegen. Nimm sie nicht, fang sie nicht. Und der Sohn gehorchte seinem Vater, kletterte hoch, nahm nur die Eier, ließ die Mutter der Vögel fliegen, wollte wieder runterklettern, aber fiel runter, brach sich das Genick, starb. Und das sieht also dieser Elisha ben Avuya mit an. Und wer jetzt nur die Tora kennt, dem Wortlaut nach, dem wird sofort auffallen, worauf es da hinauslaufen wird. Nämlich, das denkt sich auch Elisha ben Abuja, wie kann das sein? Dieser Sohn hat auf seinen Vater gehört. Er hat also das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, beachtet. Und was ihm befohlen wurde von seinem Vater, war auch quasi ein weiteres Gebot der Tora. Wenn man ein Nest mit Eiern findet, dann soll man nur die Eier nehmen, aber die Mutter soll man fliegen lassen. Und auch das hat er also befolgt. Und trotzdem wird er direkt bestraft, auch noch mit dem Tod. Und was kommt noch dazu? Genau bei diesen zwei Geboten, dem Vater und Mutter ehren und bei dem mit dem Eier aus dem Nest nehmen, ohne die Mutter mitzufangen, also die Mutter frei zu lassen, fliegen zu lassen. Bei beiden diesen Empfehlungen der Tora wird explizit darauf hingewiesen, auf das, also tue dies, auf das du lange lebst in dem Lande, das der ewige dein Gott dir geben wird. Also diese Situation, die Elisha ben Abuja da vor sich zu sehen meint, jedenfalls in dieser Welt, wie sie sich uns eben darstellt, und das können wir ja sicher alle nachvollziehen, es passieren solche Dinge, solche scheinbar ungerechten Dinge, wo gute Menschen, die das Richtige tun, nicht einfach nur auch Böses erleben, sondern sogar scheinbar, genau weil sie dieses Gute tun, als Lohn oder als Strafe, als Konsequenz dieses Gutes tuns, dieses Gutes zu tun, auch noch eben Leid erfahren, Leid auferlegt bekommen oder in diesem Fall gar sterben, mit dem Tode bestraft werden. Und das also, obwohl explizit gerade diese zwei Empfehlungen sogar noch das Versprechen mitliefern, auf das du lange lebst, in dem Lande, das der Ewige dir gibt. Und das gesehen nun, neigen wir vielleicht alle, wie Elisha ben Abuja, dann dazu, zu sagen, ja, also wenn das so passieren kann in dieser Welt, dann kann ja die Tora nicht so ganz richtig liegen mit ihren Anweisungen, mit ihren Empfehlungen, mit ihren Versprechen auch. Also warum darauf vertrauen? Und so fangen wir dann an, diese Welt hier gering zu schätzen, sie eben als nicht überhaupt dem Weltbild der Tora entsprechend, nicht der Aussage Gottes entsprechend, dass diese Welt sehr gut ist, als er sie ansieht im Schöpfungsbericht nach seinen Schöpfungstaten am Ende des sechsten Tages und sagt, siehe, sie ist sehr gut. Und dieser siebte Tag, also anbricht als ein Tag, wo alles sehr gut ist, infolge der sechs Tage, auf denen er basiert, die er ja sozusagen beinhaltet. Und das wirkliche Sabbat ehren, Sabbat würdigen, Sabbat heiligen, besteht nun darin, eben dieses sehr gut anzuerkennen. Dazu haben wir schon was gesagt, dieses Verhältnis von falschem Zeugnis geben und den Sabbat entweihen, das also das richtige Zeugnis gerade darin besteht, den Sabbat zu heiligen und damit eben zu zeigen, wir haben hier nichts mehr zu tun, nichts mehr zu verbessern, es ist schon alles bereitet, alles sehr gut, so wurde es uns gegeben, übergeben, dieses Königreich, dieses Königtum, Malchut, wir erinnern uns, es wurde uns geschenkt, es wird uns geschenkt, immerzu, die ganze Zeit, und wir müssen es einfach nur annehmen und uns freuen, erfreuen daran,
glücklich sein. Das ist die wahre Schabbat, Ehrung, Sabbat, Heiligung. Oineg, also Ein und Gimel, die Wurzel, dieses wonnige Wohlbefinden, Glück, Freude, es ist schwer jetzt auf ein Wort zu bringen. Das ist aber genau das, was ganz eng in den Gebeten und der Überlieferung mit gerade diesem Sabbatbegriff verknüpft ist. Diese wirkliche Freude an dieser Welt tatsächlich, an diesem siebten Tag, an dieser Welt des siebten Tages. Und das dann auch in diesem äußerlichen Ritual dann gerne, wenn man das für sich erwählt, in dieser Sabbatheiligung als einen Wochentag sich ausdrücken darf. Aber es soll eben eigentlich den gesamten Alltag durchwirken und durchziehen, diese Grundhaltung der Welt gegenüber, dieser Welt des siebten Tages, die natürlich mit unserer beschränkten Wahrnehmung nicht sehr gut wirkt in vielen, vielen Fällen. Aber das Vertrauen darauf, dass es schon trotzdem sehr gut ist und wir entsprechend nicht den Anspruch haben, diese Welt zu verbessern als solche. Uns selbst, an uns selbst sollen wir sicher arbeiten lassen in erster Linie. Darauf vertrauen, dass wir schon gerichtet werden zu seiner Zeit und recht gemacht werden, heißt gerichtet werden. Aber nicht die Welt verbessern, nicht wir. Wenn etwas nicht so ist, wie es sein soll, dann ist es sozusagen nur in dieser falschen Welt, in dieser Welt der Illusion, nicht in der Welt der Wahrheit. Zu dem Unterschied Olam Hazeh und Olam Haba oder Olam Emeth, die Wahrheit, die Welt der Wahrheit, wurde schon ganz am Anfang dieser Reihe der Pfeifenmonologe was gesagt, im Alphabet, in der Alphabetreihe. Jedenfalls einfach darauf vertrauen, dass es schon alles sehr gut ist und wenn es uns nicht so erscheint, dann wird diese krumme Sicht gerichtet. Und damit geht dann eben auch alle einher, dass diese Wonne und diese Freude des Sabbattages uns wieder erlebbar wird. Elisha ben Abuja nun, so zur Geschichte. Und er ist natürlich, wie wir hoffentlich jetzt aus diesem etwas Abschweifen gelernt haben, ein Teil in uns allen. Wir alle haben diesen anderen, diesen Acher, diesen Elisha ben Abuja auch in uns. Und wir sehen eben, wie der Junge seinem Vater gehorcht und vom Baum fällt und sich das Genick bricht als scheinbaren zynischen Lohn dafür, dass er zwei Gebote der Tora, die versprechen, lange zu leben, hält. Dann, so sagt man, fängt eben dieser Elisha ben Abuja an, den Sabbat nicht mehr ernst zu nehmen, den Sabbat zu entweihen, ganz bewusst. Er leugnet den Zustand der Welt als sehr gut, also er leugnet, dass es sehr gut ist, wie diese Welt von Gott geschaffen ist. Er leugnet, dass was die Tora sagt, Wahrheit ist, weil er sie nicht in dieser Welt zu erkennen glaubt. Und nun kann man das natürlich vor dem Hintergrund dessen noch einmal verstehen zu versuchen, dass eben die Welt, wie sie von der Tora beschrieben wird, die ewige Welt ist und wir hier nur dieses verzerrte Schattenbild davon wahrnehmen und deswegen die Tora auch niemals richtig verstehen können, wenn wir versuchen, sie einfach so hier herabzuziehen in diese materielle Welt, sie zu profanisieren dadurch, das Heilige, was sie ist, zu nutzen für das Nichtheilige, für das Profane eben, profan, Profanum vor dem Tempel, das nicht im Heiligtum befindliche, sondern das außerhalb. Und dafür ist diese Tora einfach nicht gegeben. Und dafür ist eben dann die mündliche Tora als die vervollständigende Umhüllung sozusagen gegeben, die sie erst für uns greifbar und hier erlebbar macht, beziehungsweise sie überträgt auf unser Alltagsleben in dieser zeitlichen, sich verändernden Welt des Wassers, des Wandels hier, in dieser Welt des siebten Tages auch, wie wir sie wahrnehmen. Und in diesem Sinne könnte man auch diesen Bezug sehen, dass der Fehler des Acher, dieses anderen ist, dass er eben versucht, ohne diese mündliche Übertragung, dieses ständige Neubeleben des ewigen, feststehenden, heiligen, geschriebenen Wortes der heiligen Tora,
dass er das nicht vermittels dieses immer wieder lebendig machen auf diese Welt übertragen will, sondern einfach so quasi als Götzen sich hier hinstellen will in diese Welt und dann eben an die Widersprüche stößt und auf Widerstände stößt und sich an ihnen stößt, eben es ihm zum Anstoß wird und er diese fatale Konsequenz daraus zieht. Was nun aber auch spezifisch nochmal gesagt wird in Bezug auf die Reise ins Paradies, da wird ja gesagt, das Paradies im Sinne von dem hebräischen Wort dafür, Pardes, das ist eine Abkürzung. Das sind dann Wörter, die auch im christlichen Bereich sich niederschlagen, in dem, was dann der vierfache Schriftsinn genannt wird. Also die verschiedenen Ebenen von Interpretation oder Auslegung der Heiligen Schrift. Das ist erstens diese Ebene, die mit dem P angedeutet wird. Pschat wird das einfach genannt. Peshin Tet geschrieben. Und das ist eigentlich die handfeste, äußerlichste Auslegung, Lesart, sagen wir mal. Ist aber jetzt nicht so zu verstehen, dass das einfach nur heißt, ja, also ist die Bibel, so wie sie da steht, ein ganz historischer Tatsachenbericht und so sollen wir es dann auch verstehen. Es geht zwar in gewissem Sinne in so eine Richtung, aber es heißt trotzdem nicht, dass wir jetzt die Zeitangaben der Bibel genau übertragen sollen hier auf diese Welt, sondern es geht eher darum, sie einmal so zu betrachten, als ob sie einfach nur ein lineares Geschehen schildert, so wie wir es aus unserer Welt kennen, mit den sozusagen logischen Kategorien, Begrifflichkeiten der, sagen wir mal, aristotelischen Logik, dieser dualen Welt, wie sie um uns ausgebreitet ist, an die Tora rangehen, an eine Geschichte, die auch auf diese Art und Weise erzählt wird. Also mit dieser Art von Logik als Grundgerüst. Und erst einmal soll man mit dieser ganz rationalen, vernünftigen Art die Geschichte verstehen und die Zusammenhänge sozusagen erkennen und lernen, sich verinnerlichen. Darum geht es eigentlich nicht so sehr jetzt, darüber dann irgendwie zu dozieren und schon gar nicht darum, das jetzt eben in dieser Welt wiederzufinden mit archäologischen Ausgrabungen und dergleichen, sondern es geht einfach nur darum, die Schrift als solche erst einmal wahrzunehmen und das eben vermittels der Welt, wie wir sie kennen. Also wir müssen sozusagen erst die Welt, die äußere, unsere äußere Welt erkennen, wie sie wirklich ist und mit dieser Art von Wirklichkeitsauffassung dann die Wirklichkeit der Bibel zunächst einmal als geschlossene Wirklichkeit demgegenüber betrachten. Nicht das beide vermischen, sondern nur mit diesem Grund, dieser Grundeinsicht in das Wesen unserer äußeren Welt, mit diesen dualen Begrifflichkeiten, mit den nicht aufzuhebenden Widersprüchen, beziehungsweise der Suche nach dem Aufheben von Widersprüchen auf dieser rein logischen, formalen Ebene. So sollen wir die Bibel erst einmal auffassen und damit unseren Verstand schärfen, sozusagen schärfen lassen, um erstmal als Grundlage eine gesunde Basis, einen gesunden Menschenverstand sozusagen zu haben. Dann erst kann diese zweite Schicht angegangen werden, die dann eben mit dem Resch von diesem Wort Pardes angedeutet wird. Dieses Resch steht dann für Remes, Remes, also Reshmem sein geschrieben. Und das ist dann schon sowas wie, ich glaube, es wird meist als symbolisch oder allegorische Ebene übersetzt oder gedeutet und auch dann in der christlichen Variante mit dem vierfachen Schriftsinn ungefähr so bezeichnet. Und da geht es dann schon eben in diese etwas, ja, eben symbolischere Ebene. Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht diese Thematik allzu sehr ausfächern. Sei nur darauf hingewiesen, dass dann noch das dritte kommt, eben dieses Dalet, was dann für Drusch steht, was sowas wie, wo auch das Wort Midrasch herkommt, also das Suchen, Fordern, Forschen, könnte man sagen, also ein tiefer Erforschen und daraus etwas hervorsuchen sozusagen. In der christlichen Vierheit ist an der dritten Stelle, glaube ich, das, was man die moralische Auslegung nennt. Naja, das ist vielleicht ein bisschen vorbelastet, dieser Begriff moralisch, aber naja, an anderer Stelle können wir, so Gott will, einmal tiefer auf diese Sachen eingehen. Jedenfalls als viertes dann
tiefste, die mystische Ebene, könnte man sagen, das Sode, das Samech, das Sode für das Samech steht für das Sode, für das Geheimnis. Und das ist dann eben wirklich diese tiefste, vergeistigste oder innerlichste Dimension oder Schicht, der Kern, wie auch immer man es dann umschreiben will. Und das ganze Bild dann dieses Peresh Dalet Samech, Pardes, der Paradiesgarten. Und die Reise in dieses Paradies ist also dann zu verstehen als das immer tiefer sich einleben in die Tora Kadosh, in die heilige Tora, mit allen ihren Schichten. Und auf dieser Reise nun, könnte man sagen, hat Elisha ben Abuja einen entscheidenden Schritt übersprungen. Eigentlich alle dieser drei Gefährten von Akiva, dem einzigen, der heil zurückkommt, jeder von seinen drei Begleitern hat irgendeinen der ersten drei Schritte übersprungen und wollte direkt zu diesem Sod, zu diesem Geheimnis. Und das erreicht er dann auch, aber er kommt eben nicht unbeschadet zurück. Und je nachdem, welche Stufe der drei vorherigen man übersprungen hat, desto unterschiedlich, also dementsprechend zeigt sich dann die Art des Schadens, den man erleidet. Und so zumindest mein derzeitiges Verständnis. Hier mag es auch widersprüchliche Deutungen geben, die auch weder die eine richtig noch die andere richtig oder keine von ihnen falsch zumindest ist. Jedenfalls die, die mir jetzt hier gerade passt sozusagen, ist die, dass eben Elisha ben Abuja den allerersten Schritt übergangen ist. Er hat nicht die Welt überhaupt erstmal anerkannt, erfahren, wie sie wirklich ist. Also, er wollte direkt sehen, wie die Welt im Wort ist, was dann als zweite Schicht sozusagen gedeutet wird. Da lernt man durch diese symbolische Herangehensweise die Welt, die man außen jetzt schon gut genug kennengelernt hat, wie sie sich im Wort zeigt. Und da sieht man dann eben, wie das ganz anders sich alles verhält, wie dort eben die Zeitlichkeit, der Zeitbegriff ein völlig anderer ist, wie man auch die Wenn-Dann-Verhältnisse der Bibel gar nicht so einfach auf diese Welt hier übertragen kann, dass sie zwar innerhalb der Bibel durchaus eine Art Kausalität schon zeigen, aber dass eben da dieser Knoten ist, wie bei den Tefillin am Hinterkopf oder auch natürlich überhaupt am Arm, dieses ganze Symbol dieser Tefillin, dieser Gebetsriemen, dass da eben etwas für uns nicht Entwirrbares ist von dem Ausgangspunkt zum Endergebnis, dieses Mysterium des Tuns, der Tat, könnte man auch sagen. So sagt Zweinrieb zum Beispiel an manchen Stellen. Also diesen Begriff benutzt er gelegentlich. Wir können eben nicht diese Kette der Ursachen wirklich nachvollziehen. Und gerade wie es sich da eben in dem Ewigen verhält, das lehrt uns dann die Bibel in dieser zweiten Schicht ihrer Auslegung oder ihrer Lesart, dass wir kennenlernen, wie das Ewige, was das für eine Art von Kausalität kennt, die eben durchaus auch eine Art von Kausalität ist, aber eben eine andere, die wir erst als solche wahrnehmen, nachdem wir sie eben in Bezug gesetzt haben, zu der Kausalität, wie wir sie in der Welt um uns herum wahrnehmen, wenn wir diese Welt erkannt haben, wie sie wirklich ist. Deswegen baut also schon diese zweite Schicht sehr unmittelbar auf der ersten auf, diese Remes-Schicht auf der Pschat-Schicht. Wer das Pschat noch nicht beherrscht, so sagt man dann, der soll gar nicht weitergehen wollen, weil das kann nur zu Unheil führen. Und diese erste, allerwichtigste Grundlage hat eben dieser Elisha ben Abuja quasi übersprungen, übersehen, wie auch immer. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und dieser Teil, wie gesagt, ist in uns allen enthalten irgendwo. Wir alle laufen Gefahr, zu voreilig zu sein, zu sehr, zu schnell, zu wissbegierig heranzugehen an diese tiefen Dimensionen und dabei die wahre Welt zunächst einmal außer Acht zu lassen und dann, wenn wir mit ihr konfrontiert werden, wie in dem Beispiel mit dem beobachteten Unglücksfall, dann haut uns das so aus der Bahn, dann
geht uns das so gegen unsere bisherige Auffassung, die sich allzu sehr aus dieser ewigen Welt gespeist hat, aber eben zu sehr in der Schwebe gehangen hat und nicht den Bezug, nicht die Bodenhaftung gehabt hat. Und deswegen wie ein Erhängter, das Bild des Erhängten am Galgen, am Strick, hat damit zu tun, der den Boden nicht mehr mit den Füßen berührt und daran zugrunde geht. Und das ist eben auch das, dieses Erhängtsein, wenn man den Bezug zu dieser irdischen Realität nicht immer beibehält auf seiner ganzen Reise sozusagen in Richtung Paradies. Soviel erstmal zu Elisha ben Abuja. Aber wo wir hier schon so am Geschichten erzählen sind und mir gerade noch andere Geschichten oder eine andere Geschichte einfällt, die ich bestimmt wieder vergessen würde, wenn ich sie jetzt nicht bald erzähle, und die eigentlich so zum sechsten Tag gehört, zur sechsten Sphira auch damit, kommt mir so die Idee, doch einfach mal rückwärts diesmal vorzugehen. Auf dem ersten Monolog, im ersten Monolog noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mehr oder weniger. Und jetzt einfach mal rückwärts 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, so weit wir eben kommen. Schauen wir mal. Dann sind wir also jetzt nach der 7, nachdem wir ein bisschen was zu 7 gesagt haben. Wir kommen vielleicht ja nochmal darauf zurück, in anderem Zusammenhang. Aber nochmal ein bisschen was zu diesem Charakter dieses siebten Tages durch diese Geschichte umrissen, ein bisschen Farbe dem gegeben. Der sechste Tag, da ist ja die Figur Josef. Da haben wir schon viel zu gesagt, das sei hier vielleicht auch nochmal kurz erwähnt. Natürlich für diese Siebenheit, um die zu besprechen, mit dieser Tiefe, die da teilweise angesprochen werden muss, wird halt schon vorausgesetzt, was jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 12 Pfeifenmonologen, den sogenannten, so anderweitiges erzählt wurde, sodass also eigentlich ja, eben alles ein bisschen vorausgesetzt wird, mehr oder weniger. Hier und da kann vielleicht darauf hingewiesen werden, dann unter welchem Schlagwort man noch etwas mehr zu dem Vorausgesetzten findet. Das meiste wurde ja dann auch in kürzeren Videoausschnitten nochmal in Playlists und dergleichen geordnet und zur Verfügung gestellt. Das nur als kleine Vorwarnung sozusagen. Bei Josef, also schon vieles gesagt, und wir wollten ja jetzt auch so ein bisschen zu den sieben Sphirot, die sieben Patriarchen, also die sieben Bibelfiguren noch erstmal nicht einfach nur genannt haben wie im ersten Teil, sondern noch ein bisschen mehr erzählen, so an drumherum zu ihnen. Und anstatt jetzt noch mehr zu Josef zu sagen, den wir, glaube ich, schon in den letzten Monologen des Öfteren oder genug charakterisiert haben, schauen wir uns auch mal sein Umfeld ein bisschen an. Und was mir hier vor allem vorschwebt, ist der Pharao, der eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Einerseits ist er sein einziger, noch ihm überstehender, überlegener am Ende, als er eben des Pharaos rechte Hand geworden ist. Andererseits bleibt Pharao natürlich immer eben Pharao, der Herrscher, der König von Ägypten und in dem Sinne immer eine bisschen bedrohliche Figur, in mancher Hinsicht sozusagen auch Symbol für den Herrn der Welt, wie es dann im Neuen Testament oft umschrieben wird, also für eigentlich eine Art Widersacherkraft, die ihm die Figur, die Macht, die Kraft, die hier die Macht eben gegeben hat für einen gewissen Zeitraum, die Macht erhalten hat, empfangen hat, um hier eben dieses wieder himmlische Reich der Erde zu errichten. Und dieser Pharao, also ein sehr guter Ausdruck des sechsten Tages, nun er in seiner auf seiner linken Seite, sagen wir mal, während Josef die rechte Seite dieses sechsten Tages sehr stark ausdrückt, also zum Beispiel die Dimension des Menschen Schaffens, der Menschheitsentstehung, als Josef, als dieser Urmensch verstanden und der sechste Tag eben als der Tag, wo der Mensch geschaffen wird in seiner ganzen Grundkonstitution, als das Ebenbild Gottes, Adam, ich gleiche, Anidome,
oder eben als Abschattung Gottes, Bezalel Elohim. Und dann eben aber auch der Niederstieg des Menschen, nachdem er von dieser Frucht des anderen Baumes nimmt, sich geben lässt und isst. Und dann eben dieses Niedersteigen, die neue Bekleidung, dann die das auseinandergerissen werden in männlich, also das männlich-weibliche als Ganzheit, was dann auseinandergerissen wird in Mann und Frau, in innerliches und äußerliches, auch ganz handfest, bis hin eben in die physischen Geschlechter, aber schon angefangen mit dem innerlichen, geistigen, seelischen und der physisch-leiblichen Erscheinung des Menschen. Und das alles sozusagen als die rechte Seite, die dann in Josef und in seiner Dynamik mit seinen Brüdern, also in Israel könnte man sagen, in den 12, beziehungsweise durch die Söhne Josefs, Ephraim und Menasche, die 13 Stämme Israels, das ist alles sozusagen diese rechte Seite des sechsten Tages, also dieser Urkonstitution, was dann, worauf dann der siebte Tag, unsere äußere Welt, basiert, eben ihr Fundament hat, wie eben Yesod, das Fundament, der Name dieser sechsten Sphira auch ist. Aber die linke Seite nun, also das, was dann in dem sechsten Tag geschehen, eben gerade die Verführung durch die Schlange ist, also durch diese Kausalreihe unter anderem, durch aber auch einfach das leiblich-physische, was aufsteigt in uns selbst, aus unserer Körperlichkeit und uns eben verführt, auch nach der körperlichen Erscheinung, nach der äußeren, materiellen Erfahrung alles zu beurteilen. Eben der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Baum der Frucht macht, aber nicht schon Frucht ist in sich selbst, wie es eben der eigentliche Baum des Lebens ist. Und dann eben auch in Ägypten eben. Einerseits Ägypten als das, wo Israel auf der rechten Seite geformt wird, in dem Schmelzofen geläutert wird und dadurch erst seine Form als Volk Gottes erhält. Und dann eben wie in der Gebärmutter heranreift, um geboren zu werden bei dem Exodus, bei dem Auszug aus Ägypten, mit all den Parallelen, mit die Fruchtblase, die platzt, wo dann sozusagen das Wasser, also der Gang durchs Schilfmeer stattfinden muss. Dann aber noch die Nachgeburt, die 600 Wagen der Ägypter, die hinterher jagen als Bedrohung, die abgeschnitten werden muss. Wie also von der Flut, also von dem Wasser dann auch abgeschnitten wird in dem biblischen Geschehen und so weiter. Also die Parallelen dieses Auszuges aus Ägypten zu einem Geburtsvorgang sind in der Überlieferung allgemein bekannt. Umgekehrt oder auf der anderen Seite aber durchaus auch die Parallelen zum Sterbevorgang. Wie überhaupt das Geborenwerden in diese Welt und das Sterben aus dieser Welt, beides als ein Verwandlungsprozess eben gedeutet, gesehen wird, der durchaus wie eine Art Spiegelbildlichkeit aufweist. Also die Seele, die hinabsteigt hier in dieses Exil dieser materiellen Welt, wenn sie geboren werden soll in den physischen Körper hinein, die empfindet das als ein Sterben im Himmel sozusagen. Oder der ganze Himmel empfindet es als ein Sterben dieses Wesens, was da nach unten geschickt wird in die Verbannung. Und umgekehrt ist es hier eine Geburt und eine Freude, wenn das Kind in den Armen der liebenden Mutter liegt, schreit, seinen ersten Schrei. Da sagt man dann auch, dieser erste Schrei des Kindes ist eigentlich der Todesschrei der Seele, die da hinabgestiegen ist. Und umgekehrt dann, wenn ein Mensch hier stirbt, Gott möge schenken, dass es im rechten Alter, im hohen Alter geschehe, dann wird hier um ihn geweint, verständlicherweise. Man wird ihn hier in dieser Welt vermissen. Zumindest sei ihm auch das gewünscht, dass er vermisst wird, sich weiß als einer, der vermisst wird. Und trotzdem ist es dann wie eine Geburt auf der anderen Seite, auf der wahren Seite. Dort erscheint dann wieder der Engel, der ihn damals in der vorgeburtlichen Zeit, wie gesagt wird, in der ganzen Tora unterrichtet hat, ihm die ganze Geschichte dieser Heiligen Schrift erzählt hat, bis es an den Punkt der Tempelzerstörung kommt, die ihm sozusagen das Ende des sogenannten Alten Testaments, also der hebräischen Bibel, darstellt, bis es zur Tempelzerstörung kommt. Und in dem Moment wird er dann geboren, weil eben, wo der Tempel zerstört wird, dieses Exil beginnt und da wird dann diese Seele in den Körper entlassen, beziehungsweise der Körper dann in diese Welt wirklich hineingeboren.
Und damit er hier überhaupt leben kann und hier das, was eigentlich der Sinn der Sache ist, vollbringen kann, nämlich dieses Tun umsonst, hier in dieser Welt des Tuns, in dieser Welt, wo das Mysterium des Tuns herrscht, dafür muss er eben dann das alles vergessen, was ihm gezeigt und erzählt wurde von diesem Engel. Und da sagt man dann, da schlägt der Engel ihm auf die Lippe, so nach dem Motto, pscht, vergiss es alles wieder, sprich nicht davon. Und da kriegt er diese kleine Kuhle hier in der Oberlippe und hat alles vergessen. Der Vergessenstrunk, der ihm da sozusagen gereicht wurde. Aber er sagt, bevor er das tut, noch einmal, als das Kind, also die Seele, die zum Kind werden soll, völlige Panik kriegt bei der Aussicht, bei dieser Tempelzerstörung, die er da erlebt sozusagen, und sieht, dass er jetzt in die Gefangenschaft geführt wird, dieser materiellen Welt. Und da beruhigt ihn dieser Engel noch einmal, bevor er ihm diesen Vergessensschlag auf die Lippe gibt. Und sagt, ja, jetzt fürchtest du dich, aber am Ende deiner Reise da auf Erden werde ich wiederkommen, wirst du mich wiedersehen. Auch da wirst du dich zunächst fürchten vor mir, weil du nicht mehr weißt, weil du da dieses alles hier vergessen hast und nun von der ganz anderen Seite die Sachen wahrnimmst, und dann wirst du Angst vor dieser himmlischen Seite haben, weil du die Erde so lieb gewonnen hast. Aber da werde ich dir wieder erscheinen und dich zu mir nehmen, und dann wirst du mich auch wiedererkennen und wirst dich wieder erinnern an jetzt, und dann ist der Kreis wieder im guten Sinne geschlossen. Und damit das aber alles möglich ist, dieses Wunder der Heimkehr, der Rückkehr und die Freude am Ende als diese Überraschung, musst du das jetzt alles wieder vergessen. Deswegen der Schlag auf die Lippe. So geschieht das also. Darauf sind wir gekommen, wegen der Auszugssymbolik aus Ägypten mit dem Schilfmeer und der Nachgeburt und der Parallele von Geburtsvorgang und Sterbevorgang und so weiter. Aber zurück jetzt zum Thema des Sphirot, zur sechsten Sphira, dieser rechten und linken Seite. Wir haben ja schon mal bei den Schöpfungstagen die Dreiheit, also das Dritte in einer Reihe, als immer von diesem Zwillingscharakter geprägt, angeführt, davon erzählt. Und an diesem sechsten Tag ist eben diese zweite Dreiheit der Schöpfungstage, eben der dritte, wieder ein drittes an der Reihe. Und deswegen zeigt sich auch gerade in diesem sechsten auch wieder dieser Zwillingscharakter. Und deswegen erlaube ich mir hier mal auch von diesen zwei Seiten zu sprechen, in diesem Sinne, dass eben Pharao gegenüber Josef oder allgemein Josef und seinen Brüdern insgesamt, den Hebräern und Israel auf dieser rechten Seite, Pharao auf der linken Seite eben gerade die andere Seite eben repräsentiert dieses sechsten Tages, also Mizraim wirklich, als im Sinne der Gefangenschaft jetzt, dem Eingezwängtsein in der beidseitigen, bedrängenden, starren Form, Zar, Zara, das Ein, da haben wir alles schon angeführt. Und da wird also jetzt erzählt, die Geschichte, dass Pharao, also das, was in der Bibel ja schon sehr kurz nur, aber durchaus erzählt eben wird, dass der Pharao einen Hauptmundschenk und einen Hauptbäcker hat. Und beide werden wegen gewisser Vorfälle ins Gefängnis geschickt. Dort treffen sie auf Josef, und es gibt diese Situation, mit dass beide Träume haben von einer bestimmten Art, und Josef diese Träume eben deuten kann und dann die Prophezeiung eben gibt. Der eine, der Bäcker nämlich, der wird gehängt werden nach 3 Tagen, aber der andere, der Mundschenk, der wird nach 3 Tagen freikommen und wieder seinen alten Beruf nachgehen können, als eben Mundschenk vom Pharao, von seinem König. Die Träume selbst stehen ja in der Bibel, sind also soweit bekannt, seien hier mal vorausgesetzt, aber kurz vielleicht nochmal umrissen. Der Bäcker träumt davon, dass er einen Korb Brot auf dem Kopf hat und Vögel kommen und picken das Brot weg, fressen das Brot ihm vom Kopf weg.
Und dagegen der Mundschenk hat so eine, sagen wir mal, sehr, ich würde es fast als Vision jetzt bezeichnen, so wie aus der Traube direkt gepresst wird, die Tropfen, die dann sozusagen in den Weinbecher kommen, also sozusagen es wird angedeutet, der Prozess der Weinherstellung sozusagen komprimiert in so einem kleinen Traumbild, eben Träume es eben so schön uns zeigen, so eine surreale Art, aber umso sprechender oft. Und wie also dann dieser Wein in den Kelch des Pharaos tropft, fließt und dann der Mundschenk den Kelch dem Pharao anreicht wieder. Nun ist aber in der Überlieferung diese Geschichte noch sehr viel weiter ausgemalt. Unter anderem wird eben der Grund angegeben, jeweils, warum diese beiden Bediensteten ins Gefängnis geworfen werden. Und da haben wir als Grund bei dem Bäcker, dass der Pharao einmal in einem Brot, was er gegessen hat, was dieser Bäcker ihm gebacken hat, ein Steinchen vorgefunden hat, also darauf gebissen hat und sich geärgert hat. Was? Wie kann es sein, dass ein Steinchen in meinem Brot ist? Und das muss die Schuld des Bäckers sein. Er findet ins Gefängnis und so kommt es dann auch. Und wie eben die Geschichte mit den Träumen und der Deutung des Josef weitererzählt, die Deutung erfüllt sich ja dann. Der Bäcker wird dann auch gehängt. Und er wird sozusagen in dieser Welt dafür, ja, bestraft, dass ein Stein im Brot des Pharao, des Königs von Ägypten, sich vorfindet. Pharao, also kein Freund eines Steins, beziehungsweise der Stein ist ihm so ein Anstoß, dass er das nicht vergeben kann und die Todesstrafe eben dafür verhängt. Der andere Grund, also der Grund, warum der Mundschenk ins Gefängnis geworfen wird, ist eine Fliege im Wein. Also da hat der Pharao einmal seinen Wein getrunken und plötzlich eine Fliege darin entdeckt. Also eigentlich auch ganz, kann wohl jeder nachvollziehen, ziemlich ekelhaft, wenn man das selber erlebt. Und in dem Sinne erst einmal verständlich, dass der Pharao da nicht begeistert von ist. Und als Pharao, als sein König, hat er sozusagen dann auch die Macht, direkt einen Schuldigen auszumachen. Auch ein Mundschenk ist ja nicht nur der, der den Wein eingießt, sondern er hält ja wirklich den Becher an die Lippen. In dem Sinne hätte er die Fliege ja sehen können und es verhindern können. Aber so erwischt den Pharao die Fliege eben. Und darüber, komischerweise, kann er dann irgendwie hinwegsehen. Der Mundschenk wird wieder in seine Position eingesetzt am Geburtstag des Pharaos, also am Tag der Erneuerung. Sodass wir jetzt uns einmal fragen wollen, was der entscheidende Unterschied ist zwischen dem Steinchen im Brot und der Fliege im Wein. Und warum Pharao auf die Fliege verhältnismäßig gelassen reagiert, aber auf den Stein doch sehr allergisch reagiert. Und da kann ich auch nur mehr oder weniger gut wiedergeben, was Friedrich Weinrieb, sein Andenken zum Segen, zu genau dieser Thematik, mindestens mal in einem Vortrag zur Josef-Geschichte gesagt hat. An anderen Stellen vielleicht noch etwas, was mir jetzt nicht präsent ist. Das sei mir dann verziehen an dieser Stelle. Es soll ja hier auch nur so ein sehr viel flacheren Eindruck, oberflächlicheren Eindruck geben. Aber ich denke, gerade in diesen Ausführungen Weinrebs drückt sich eben etwas aus, was gerade diese herrschende Seite, eben den Pharao an diesem sechsten Tag Ägyptens auszeichnet, ausmacht und charakterisiert. Aber kurz in mich gehen, sei mir gestattet. Zunächst einmal vielleicht, was hat es mit Wein und Brot überhaupt auf sich?
Beim Wein haben wir es mit der Frucht des dritten Tages zu tun, wie wir ja schon angesprochen haben. In dem Sinne sieht man auch hier wieder die Verquickung all dieser sieben Tage, dieser sieben Sphirot. Man kann eigentlich keine einzelne komplett isoliert betrachten. Also der Wein, die Frucht oder der Saft der Frucht des dritten Tages mit dieser Doppelheit eben, die ja, einerseits die Möglichkeit zum sich berauschen lassen von diesem Wein, von diesem Trunk, auf der anderen Seite eben der Wein als das Symbol für das Blut, insbesondere des Menschen auch, und dieses menschliche Blut, Dam, eben das, woher auch der Name Mensch, Adam, und dieses Gleichnishafte des Menschen, Ani Dome, kommt. Blut, Dam, Dome, gleichen, ist also dieselbe Wurzel. Gerade im Blut zeigt sich also diese Gottesgleichnishaftigkeit des Menschen, insbesondere des Menschen. Und der Wein eben sozusagen seit jeher, so könnte man sagen, eben weniger zeitlich gemeint, als einfach aus der Tiefe unseres ja, Unter- oder Unbewussten, durch die Farbe natürlich einfach, hat eben diesen Bezug zum Blut. Und natürlich auch im Sinne der Heiligung, wie sie dann im Mahl, also bei einer Mahlzeit zu einem Ritual wird, im jüdischen Brauch dann ist der Kiddusch, aber durchaus auch in jeglicher anderer Kultur vorstellbar, die zumindest den Wein kennt als ein geschätztes Genussmittel. Es gibt natürlich auch wiederum Kulturen, die ganz andere Prioritäten setzen und den Fokus auf anderes setzen, wo dann vielleicht Wein, weil er Alkohol enthält, grundsätzlich abgelehnt wird. Auch diese Kulturen haben auf ihre Art dann dieselben Symbole, nur eben in anderen Dingen sich verkörpernd, materiell ausdrückend in dieser Welt hier, weil eben die Möglichkeiten, sei es der Geografie, der bisherigen Kulturentwicklung, immer prägen die Menschengruppe, in der sich dann eine Tradition entwickelt und bewährt und erhält. Aber wir reden hier eben von dieser biblischen Tradition. Und da ist der Wein eben mit dieser Symbolik auch der Heiligung ausgestattet. Und auch ohne jetzt diese biblische Symbolik, kann man ja auch sagen, ohne dem Rausch zu verfallen, ist dem Wein ja auch etwas Gutes abzugewinnen. Also im Sinne von erhebende Wirkung, ein wenig die Stimmung aufhellend und das Herz fröhlich machen, wie es dann ja auch in der Bibel heißt. Und in diesem Sinne passt also schon auch die Frucht des dritten Tages sehr gut zum sechsten Tag und zum König dieses sechsten Tages, zum Pharao. Er ist also dem Wein jedenfalls zugeneigt. Und vielleicht das dann auch einer der Gründe, warum er über die Beeinträchtigung dieses Weines, eben durch die Fliege darin, eher hinwegsehen kann als über den Stein im Brot. Aber was Weinreb in diesem zitierten Vortrag anführt, ist weniger als der Fokus auf den Wein, als der Fokus auf die Fliege, die eben beim Pharao weniger problematisch ist als das Steinchen im Brot. Die Fliege, Sewuw, übrigens auch schon mal, glaube ich, angesprochen, den Zahlenwert 17, wie Tov, wie gut, aber die 17 ja auch als Zahl immer eines Endes, wie bei den Tagen der Schöpfung, das Tov, es ist, und er sah, es war gut, Vayar Elohim Kitov, also Vayar Elohim Kitov, und es sah Elohim, dass es gut war, sah Gott, dass es gut war. Das ist immer der Abschluss, das ist immer der Abschluss des Tages, der gerade mit seinen Schöpfungen gefüllt worden ist, sozusagen. Und dann auch die Sintflut findet in einem 17. Jahrhundert nach der biblischen Zeitrechnung statt. Und 17 Jahre ist Josef, als er verkauft wird nach Ägypten. Also auch da ein Abschluss einer Phase, nämlich der Phase zu Hause mit seiner Familie, mit seinem Vater insbesondere. Der Überlieferung zumindest nach ist 17 Jahre dann auch Mose, als er aus Ägypten flieht. Ich weiß nicht, ich glaube aus der Bibel selbst kann man das so nicht direkt berechnen. Jedenfalls die 17 ist dann einfach der Ausdruck, nicht einfach nur des Guten. Gut ist eben etwas in dem Sinne, dass es abgeschlossen ist und etwas Neues kommen kann.
Deswegen wird ja auch gesagt, wo eigentlich steht, wortwörtlich, dem Buchstaben nach, Tov Me'od, oder Wahine Tov Me'od, also, und siehe, es war sehr gut, also am Ende des sechsten Tages, sagt die Überlieferung unter anderem, lies stattdessen, Wahine Tov Mawet, also, gut ist der Tod, Mawet. Es ist zwar anders geschrieben, es ist eine Art Wortspiel, könnte man sagen, weil eben diese 17, dieses Tov, immer mit diesem Übergang in eine andere Phase einhergeht. Oder umgekehrt, mit einem solchen Übergang in eine andere Phase geht immer einher, dass es gut ist. Auch wenn es gerade im Bild des Todes für uns Menschen hier auf Erden nicht gar so erscheinen will, meistens, aber in der Heiligen Schrift, und da sind wir eben wieder bei dem Unterschied zwischen der Welt im Wort und der Welt, wie sie wirklich ist, der äußeren Welt, das sind eben zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss. Die Welt im Wort baut auf der Erkenntnis der Welt, wie sie wirklich ist, oder beziehungsweise die Einsicht in diese Welt im Wort baut darauf auf, dass man zuvor schon die Welt ihrem wirklichen Charakter nach kennengelernt hat und zu ja, auszuhalten geschafft hat, könnte man fast sagen. Zu akzeptieren. Mindestens zu tolerieren, wenn nicht gar zu akzeptieren. Weiß. Vermag. Jedenfalls diese 17. Der Abschluss einer Phase. Und Zewuf, die Fliege, ist auch eine solche 17. Und so sind es dann auch die Fliegen, die die Phase beenden, in der der Tempel steht hier auf Erden. Nämlich, diese Geschichte wurde schon einmal auch ziemlich am Anfang beim Alphabet-Thema erzählt. Die Fliegen sind es, die mit ihren Flügeln die Feuer fangen, das Feuer, ein kleines, unbedeutendes, ungefährliches Feuer am Rande des Tempels, erst richtig in den Tempel hineintragen und an die Vorhänge und an die ganzen Textilien und die Spinnen, die sich dem noch mit ihren acht Beinen, Symbol dieser Achtheit des achten Tages und des Gesalbten, des Messias, versuchen, sich diese Spinnen also dem entgegenzustellen, mit ihren Netzen die Fliegen zu fangen, aber so, da verbrennen sie nur mit und es kann nicht gestoppt werden. Die Fliegen, diese 17 also, bringt auch das Ende dieser Phase, wo der Tempel noch steht und leitet also das Exil ein. Und hier sind wir wieder bei der Parallele zum Geborenwerden in diese Welt, in diese fleischlich-irdische Welt hinein. Da haben also auch diese 17, diese Fliegen, für diese Tempelzerstörung gesorgt. Und was nun gerade den Charakter dieser 17 im Sinne der Sewuf ausmacht, wird dann darauf hingewiesen, dass die Fliege gerade diese Vielheit repräsentiert, die so dieses Gewimmel, was uns Menschen einfach quasi instinktiv anwidert und abschreckt und uns ja, unruhig macht auch vielleicht. Es wurde auch schon auf diesen Zusammenhang mit Krankheit hingewiesen, dass Fliegen als Krankheitserreger, sowas wie das urtypischere Bild für die, was heute dann als Viren und Bakterien, ich will fast sagen, herbeifantasiert wird. Aber die Fliegen sind eben etwas tatsächlich Sichtbares, was genau dasselbe ausdrückt, was auch schon allen Menschen zu allen Zeiten sozusagen bekannt war, dass eben Fliegen Krankheiten übertragen können und Fliegen eben auch relativ ungreifbar sind. Man kann vielleicht ein paar erschlagen, wenn man es versucht, aber sie alle wird man nie erschlagen können und so kann man sich eben auch gegen diese Möglichkeit, krank zu werden, niemals komplett wappnen. Außer natürlich, man ist der Überzeugung, dass man sich dagegen impfen kann. Aber dieses Thema sei jetzt hier nicht aufgemacht. Fliegen also, Krankheitserreger, der Herr der Fliegen. Diese Thematik hatten wir da in dem anderen Zusammenhang. Jedenfalls, oder überhaupt auch der Bezug von Krankheit zu Vielheit, hatten wir auch schon am Beispiel von dem Wort Chol, Chole, krank sein, Krankheit. Und Chol im Sinne von Sand, der auch gerade die Vielheit und die Krankheit, also immer mit diesem Verlust der Einheit.
und dem Verlorengehen in Vielheit zu tun. Und dann eben auch der Bezug zum Profanen, was auch das Chol ist. Yom Chol ist der Wochentag, der Alltag einfach gegenüber dem Yom Tov oder dem Schabbat, dem Feiertag oder dem Ruhetag oder auch Feiertag, kann man es eigentlich übersetzen. Schabbat, Yom HaShabbat. Und Chol, also Sand, die Vielheit, Krankheit, Sand, Krankheit, Vielheit. Und Sand, Vielheit, also Sand, Vielheit, eigentlich eins, Krankheit und Profanität, Nicht-Heiliges. In gewissem Sinne dann auch das Entweihte, wobei da noch die, nicht nur einfach nur Chol, sondern Chalel, also das Lamed doppelt auftritt, auch dann als Wurzel für das Wort durchstechen genutzt wird. Das sind jetzt wieder Bezüge, die etwas weit weg führen. Aber die Fliege, Sevuv, diese 17, also ein Ende der Phase durch das überwältigt werden durch die Vielheit, durch die Krankheit, durch das Profane. Und deswegen, das Heiligtum der Tempel wird von der Profanität sozusagen vernichtet, nichtig gemacht. Und diese Fliege nun, die ist dem Pharao gar nicht so problematisch. Ja, erstmal schmeißt er auch den Mundschenk ins Gefängnis, in den Knast. Aber der kommt eben dann am Geburtstag des Pharaos, an dieser Erneuerung seiner Lebensjahre, also an der Rückerinnerung, also an den Tag, wo eben auch Pharao in diese Welt geboren wurde, wo also bei ihm dieser Tempel zerstört wurde und er ins Exil gegangen ist. Damals diese Fliegen dafür verantwortlich waren. Also so sehr er aus reiner, sagen wir mal, Genuss Beeinträchtigung die Fliege erstmal nicht so toll findet in seinem Wein, so scheint er doch eine große Milde ihr gegenüber zu verspüren, die ihn da vielleicht erinnert an diesen Tag, wo er ins Exil geschickt wurde, in dem er sich eben sehr wohl fühlt. Ist er doch der König in diesem Exil. Das also zur Fliege im Wein des Pharao und den Gründen, Möglichkeiten, warum vielleicht diese Sünde oder diese Verfehlung des Mundschenks vergeben werden konnte, vergeben wird. Es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora. Und der andere Fall, wo keine Vergebung herrscht, zumindest nicht von Seiten Pharaos und in dieser Welt dann der Tod steht, das hingerichtet werden, das erhängt werden, also den Bezug zum Boden wiederum entrissen bekommen, zum Irdischen. Der Mund, der Bäckermeister also, das Steinchen im Brot, ja. Aber gerade weil das Brot auch uns nochmal zum Weizen führt und der Weizen ja die Frucht des ersten Tages ist, zumindest nochmal ein bisschen auf diese Brotherstellung eingegangen. Das Brot, so wird gesagt im jüdischen Brauch, im Segen, der gesprochen wird über das Brot, traditionellerweise: Also, gesegnet seist du, ewiger, unser Gott, König der Ewigkeit oder der Welt, der Weltzeit, der du der Hervorbringende bist, herauskommen machende bist des Brotes aus der Erde, also aus der Oretz. Und da würde jedem nüchternen Betrachter eigentlich sofort auffallen, hä? Aber das Brot wächst ja nicht auf Bäumen, wie man so sagt. Das Brot kommt ja nicht direkt als Brot aus der Erde, sondern da ist ja noch viel menschliches Tun und die kulturelle Entwicklung hat erst dazu geführt, bla 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 und so weiter. Das ist eben der Baum der Erkenntnis, der so spricht, der sagt, ja, aber da musste ja erst noch das kommen und das kommen und das kommen und das kommen und dann erst das Brot. Aber der Baum des Lebens sagt,
Ja, das zeigt sich uns hier alles so in der Entwicklung, aber es war alles schon da. Gott hatte schon so alles geschaffen, dass es dann so ist und sich uns halt so zeigt hier in der Zeit. Aber eigentlich, wenn man es wirklich versteht, dann weiß man, das Brot kommt aus der Erde. Gott bringt es hervor aus der Erde. Und so ist eben dieser ganze Prozess, der sich uns Menschen dann halt nur zeigt, als vermeintliche Entwicklung, nur eine Illustrierung für uns eben eines Prinzips oder mehrerer Prinzipien, wenn man so will, die im Ewigen alle gleichzeitig nebeneinander mit dabei sind, in diesem Begriff des Brotes, Lechem, im Sinne der Welt der Wahrheit sozusagen. Dieses Brot, da tauchen dann so Begriffe auf wie, gut, überhaupt erstmal vom ganz Bildlichen her, es ist der Weizen, das Korn, was in der Erde erst einmal sterben muss, wie ja Christus auch an einer Stelle sagt, bevor es überhaupt keimen kann und dann wachsen kann. Diese ganzen Prozesse, man könnte so in die Tiefe gehen, auch vom Biologischen her, welche Art von Verhältnissen herrschen muss in der Dunkelheit der Erde, zugedeckt, wenn man es aufreißen würde, das Erdreich, um es zu beobachten, wie es jetzt keimt und hervorwächst, dann würde es halt einfach nicht hervorwachsen. Also dieses Geheimnis, was sich in diesem Wachstum ausdrückt, das können wir nicht entblößen, sozusagen, nicht entweihen, dadurch, dass wir es an die Oberfläche zerren und offenbaren. Das wäre auch wieder so eine Art von Unzucht, von Gewirr, von diesem Entblößen von Scham sozusagen, das Geheimnis verkünden wollend. Das geht halt einfach nicht. So schützt sich dieses Geheimnis selbst. Es wird dann einfach nicht offenbar werden, wenn man es versucht. Man kann Worte sprechen von diesen heiligen Sachen, wenn man es an Ohren verkündet, die dafür verschlossen sind, dann wird es sowieso nicht ankommen. Und in dem Sinne kann man überhaupt nicht das wirkliche Geheimnis verraten, in diesem Sinne. Also, aber gut, auch das soll jetzt nicht wieder zu weit abschweifen. Das Korn in der Erde, wie es keimt, wie es das Wasser dafür braucht, wie es auch die Nährstoffe des Bodens natürlich braucht, wie überhaupt der ganze Pflanzenwuchs immer auf diese Verbindung mit der Wurzel in den Erdboden angewiesen ist, weiter der Regen vom Himmel nötig ist für eine gewisse Lockerheit, aber auch wiederum nicht zu viel, dass nicht ertränkt wird und nicht weggeschwemmt wird und so weiter. Gerade jetzt nun in Bezug auf das Brot, das ist eben der Weizen, also die Ähren, die dann emporwachsen. Und gerade der Weizen, so habe ich einmal gehört von einem moderneren Prediger bei YouTube einmal, ich weiß leider nicht mehr den Namen, der könnte Blitz oder so, Mark Blitz vielleicht heißen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht auch Mark Bilz oder so ähnlich. Jedenfalls so im Bereich der Hebrew Roots, Christentum könnte man vielleicht sagen, hat darauf hingewiesen, dass gerade der Weizen etwas ist, womit auch das Volk Gottes verglichen wird oder die Jünger Christi, die ja dann auch geerntet werden sollen, während das Unkraut zwischen dem Weizen, was im Wörtlichen, im Griechischen der Taumelolch ist, darauf weist unter anderem Steve Okunola, ein afrikanischstämmiger Deutscher, auch ursprünglich Hebrew Roots, YouTube-Prediger hin. Dieser Taumelolch, der also dem Weizen zum Verwechseln ähnlich sieht, aber eigentlich ein Unkraut ist, was einen sogar, wenn man es isst, noch irgendwie taumeln macht, also eine Art leichte Rauschwirkung hat. Und die wahren Jünger sozusagen oder die wahren Nachfolger des wahren Weges werden eben mit dem wirklichen Weizen verglichen. Und auch in der Offenbarung des Johannes dann nochmal in ähnlichen Bildern. Und dieser Weizen ist eine Pflanze, die auch dann noch befruchtet werden kann, wenn die Bienen ausgestorben sind. Die meisten Blütenpflanzen werden ja durch die Bienenarbeit sozusagen bestäubt. Und die Biene ist im Hebräischen die Devora, die vom Davar sich ableitet, also von dem Wort für Wort. Davar, das Wort, das Sprechen, Daber. Und die Devora, auch wie die Prophetin mit diesem Namen Devora, das ist die Biene. Also hat die Biene etwas mit dem Wort im Hebräischen zu tun. So könnte man also sagen, das Wort ist normalerweise für die meisten
für die meiste Fruchtbarkeit nötig, damit die Befruchtung stattfinden kann. Aber wenn dieses Wort ausstirbt, können nur noch die Gewächse weiter sich eben fortpflanzen, weiter blühen, weiter wachsen. Wenn sie sich ohne diese Bienenbefruchtung, also ohne die Befruchtung durch das Wort selbst befruchten lassen können. Und das ist dann eben der Fall unter anderem beim Weizen, weil er durch Wind befruchtet wird. Also der Wind trägt die Pollen oder wie man das dann genau nennt. Ich bin leider nicht bewandert in diesen botanischen Themen. Der Wind ist es also, der diese Befruchtung trägt, was sonst die Biene selber übernehmen, also die Biene übernehmen muss und diese Pollen weiterträgt. Und der Wind ist ja bekanntlich im Hebräischen auch der Geist, Ruach. Und so ist es eben bei den Kindern Gottes, diesem Weizen. Die sind letztlich nicht mal auf die Bienen, auf das Wort im Sinne der handfesten Schrift angewiesen, sondern da ist es einfach der Geist, der sie bewegt, der ihnen diese Befruchtung bringt, der sie wachsen lässt, der hervorbringt aus dem Totenreich der Erde, aus dieser Unterwelt, aus der Dunkelheit, das, oder das, was daraus hervorgebrochen ist, was zumindest dann weiter wächst und sich weiter fortpflanzt. Das also von diesem besagten Mark Bilz, wenn es sein Name ist, hier nur zitiert. Aber sehr schöne Anekdote, so denke ich doch. Der Weizen, also wie er wächst und wie er dann geerntet werden muss, wie er abgeschnitten wird mit der Sichel, diesem Sinnbild des personifizierten Todes ja auch in vielen bekannten Mythologien. Das Knochengerüst im schwarzen Umhang, was die große Sichel schwingt und vielleicht noch in der einen Hand die Sanduhr ominös emporhält. Jedenfalls die Sichel, die uns abschneidet als den Weizen, da eben auch getrennt wird vom Erdboden, der bis dahin noch mit den Nährstoffen versorgt hat, dann aber plötzlich so ähnlich wie der Fisch, der aus dem Wasser geangelt wird von dem Zadel, von dem Haken, von dem Zadik letztlich, der eben diesen Haken zu nutzen weiß und den Fisch, die Nefesh, also aus dem Wasser holt, der Fisch erst einmal als solcher dann stirbt, aber dann eben zur Mahlzeit wird, sein Inneres geöffnet wird und er sein Geheimnis kundtun darf, kundtun kann. Und eben er dadurch seine Bestimmung findet. Und so ist es auch mit dem Weizen, der zwar abgeerntet wird, stirbt also, seine Verbindung zur Erde verliert, wie es ja auch bei dem Bäcker dann der Fall ist, der gehängt wird von diesem König von Ägypten, von diesem Herrscher des sechsten Tages. Da verliert er den Bezug erstmal zum Boden und ist des Todes, dem Tode verfallen. Wir an diesem siebten Tag, in dem wir nun leben, der eben auf diesem sechsten Tag basiert, auch der Tod herrscht, keiner diesem Tod entkommen kann, weil eben an diesem sechsten Tag die Grundlage gelegt ist für diese äußere Welt des siebten Tages und eben mit dem Baum der Erkenntnis und so weiter diese Konsequenz mit daherkommt. Konsequenz heißt ja eigentlich nichts anderes als das Mitbegleitende. Vom Lateinischen her. Und nachdem der Weizen dann also geerntet, gestorben ist, weggenommen wurde von der Erde, wird er dann die Spreu vom Weizen getrennt und gedroschen und also geläutert in dem Sinne von dem Äußeren, von der äußeren Hülle, dass der Frucht oder der gehaltvolle, der nahrhafte Kern eben gesammelt wird. Und dann der ganze Prozess des Backens, da kommen bestimmte Elemente dazu. Ein Teig wird erst dadurch gemacht, dass, also erstmal wird das gemahlen zu Mehl, also die Körner werden gemahlen zu Mehl, also immer feiner. Dann wird das Mehl gesiebt, immer feiner gesiebt. Diese Feinsiebearbeit, auch wie wir in unserem Wandel immer mehr diese kleinen Details auch immer mehr in Angriff nehmen können. Erstmal grob, aber dann immer mehr in die Feinheiten vorgehen. Nicht aus Pedanterie, sondern einfach aus Liebe zum Detail auch. Das allerfeinste, am feinsten gesiebte Mehl, das wurde, oder
auch jetzt nicht wieder verfallen in diese Vergangenheitsform, das wird im Tempeldienst verwendet als das Speisopfer für das Minchor. Da wird das feinste Mehl benutzt. Und also gerade für den Dienst an Gott ist diese Arbeit des ständigen Weiter Aussiebens und Feinsiebens und sich immer weiter Perfektionierens gedacht. Nicht als Selbstzweck, sondern ja. Und auch nicht für den Bauch sozusagen, nicht damit man besonders leckeres Essen selber essen könnte, sondern um dieses Mincha, dieses Geschenk, diesen Tribut zu geben, dem Ewigen. Dann, wenn das Mehl da ist, wird eben dem Wasser hinzugefügt, damit ein Teig entstehen kann, der dann geknetet wird und so weiter. Und das Wasser natürlich hier, die Zeit, es ist nötig, dass dem diesem Gesiebten dann auch die Zeit gegeben wird, indem es sich sozusagen auch bewähren kann. Hier sind wir wieder bei dieser Thematik, dass der lange Weg gegangen werden muss, damit wir ihn überhaupt gehen können, damit nicht alles verzehrt wird sofort in der Flamme des Ewigen, wie es vielleicht dann in der Geschichte von Nadav und Abihu eine der Deutungsmöglichkeiten wäre. Wenn dann also dieses Wasser dem Mehl beigegeben ist, der Teig entsteht und er geknetet wird, geschieht das in einem Backtrog. Und dieser Backtrog, oder in gewissen, ich glaube, in manchen Deutungen oder Verständnis, Ausdrucksweisen auch, das Kneten an sich, wird mit einem Wort bezeichnet, Arisa, was auch die Verlobung ist. Also auch die Verlobung wird abgeleitet von diesem Arisa. Also es gibt ein ganz ja, sozusagen bekannte Vers aus einem der, ich glaube, kleinen Propheten, ja, ich weiß nicht von welchem jetzt genau, der auch bei der Verlobungszeremonie im jüdischen Brauch dann gesagt wird, wenn so eine Art, es ist kein Ring, glaube ich, in der Tradition, sondern so ein Band um den Finger der Braut gewickelt wird. Und diesen Spruch kennt jeder, der die regelmäßigen Gebete spricht. Üblicherweise auswendig, denn man sagt es, wenn man seine Tefillin in den Wochentagen umlegt und dann angekommen ist bei dem letzten, nachdem man auch dann den Kopf Tefillin auf hat und dann nochmal das am Arm nimmt und jetzt den letzten Schliff an der Hand wickelt, da wickelt man dann dreimal um, wickelt man dann dreimal um diesen kleinen, um diesen Mittelfinger der linken Hand und sagt dabei eben dieses Rastichli, also dieses, ich verlobe, oder ich, ja doch, ich verlobe mich dir an auf ewig. Ich verlobe mich dir an in Gnade, in Barmherzigkeit, in Gerechtigkeit und in Gericht oder so in Zedek und Mishpat. Immer schwer zu übersetzen. Und ich gelobe mich dir an, in Treue, in Emunah, also in Treue, in Vertrauen, in auch Gewissheit, und damit du erkennst den Ewigen, Adonai. Also der Gottesname steht da, Hawaye. Dieser Spruch ist also das, was Gott sagt zu seinem Volk, zu seiner Verlobten, die er sich da nimmt sozusagen. Und deswegen, also Arisa, diese Wurzel jedenfalls, ist dieselbe wie von diesem Backtrog, wo also die Verlobung von der Zeit, von dem Wasser mit dem Mehl, mit dem inzwischen schon sehr fein gemahlenen und gesiebten Fruchtgehalt oder Nährgehalt dieses Weizens, wo das zustande kommt in diesem Backtrog. Das hat was mit diesem Prinzip der Verlobung zu tun. Und dann geht es weiter, der Teig wird dann in Form gebracht und dann, nachdem er dem Wasser erst ausgesetzt war, um überhaupt zu Teig zu werden, wird er nun dem Feuer ausgesetzt, um eben zum wirklichen Brot gebacken zu werden. Und das geschieht dann eben im Ofen, also Ofen, Feuer und diese ganze Thematik ja auch der Läuterung und dem Schmelzofen, als der auch Ägypten bezeichnet wird, nicht gerade als Brotofen, sondern als Eisenschmelzofen, wortwörtlich, aber eben auch dieses Prinzip, durch das Feuer in Form gebracht zu werden. Und so eben auch beim Brot. Und dann irgendwann, nach diesem langen Prozess, und ich habe bestimmt den einen oder anderen Punkt noch jetzt übersprungen,
ist jedenfalls das Brot da und kann ins Haus gebracht werden, um zur Mahlzeit zu dienen. Und da haben wir dann das Haus des Brotes, dieses Bethlehem. Und der Zahlenwert dieses Bethlehem ist dann auch noch einmal, ich glaube, es ist genau 490, jedenfalls ein Bezug zu diesem siebten Tag, also die 7 mal 7 oder 7 mal 70 in diesem Fall, die sich dann darin ausdrückt. Und genau da wird eben David geboren und dort wird dann auch eben der Sohn Davids, der Messias im Neuen Testament, dann Jesus als der Christus geboren in Bethlehem, im Haus des Brotes, dort, wo also diese Siebenheit sich erfüllt. Und das, was angefangen hat, eben beim ersten Tag, beim Weizen, der Frucht des ersten Tages, was aber in Gottes Blick, wie wir diesen Segen über das Brot sprechen, alles eins ist, diese ganze Entwicklung von dem ersten Tag zu diesem siebten Tag, das ist alles eine Einheit. Und in diesem siebten Tag ist eben auch alles enthalten. Alle sechs vorhergehenden Tage sind hier enthalten. Und diese Vollkommenheit sollen wir eben auch sehen in diesem sehr guten siebten Tag hier in dieser Welt. Und das ist der Schabbes, der heilige Schabbes. Und mit dieser Freude, dass uns dieses Geschenk gegeben ist, sollen wir ihn ehren. Die ganze Welt mit ihm, als diesen Schabbes. Gut, so viel zum Brot, wieder weit abgeschweift, so soll es sein. Und nun aber in diesem Brot, bei dem Pharao, befindet sich ein Steinchen. Und dieses Steinchen ist für ihn nun so ein Anstoß, dass er da nicht drüber hinwegsehen kann. Und während er an seinem Geburtstag den, der ihm die Fliege untergejubelt hat, sozusagen begnadigen konnte, ist genau das Gegenteil der Fall bei dem Bäckermeister, der dieses Steinchen ihm zugemutet hat in dem Brot, also in diesem siebten Tag, der da alles enthält. Dieser Stein, der stößt ihm auf. Was ist also dieser Stein? Stein auf Hebräisch, Ewen. Ewen, geschrieben Aleph Bet Nun. 1, 2, 50. Und da sehen wir, wir haben einmal die 1, 2, den Av, den Vater, die Quelle überhaupt, von der alles kommt, von der 1 in die Zweiheit, die große Dualität, aus der dann alle Vielheit auch sich weiter ableiten kann. Und wir haben die 250, die Bet Nun, den Ben, den Sohn. Also natürlich zusammengezogen, es sind nicht zwei Bet, zwei Bs in der Mitte von diesem Wort Evenstein, aber so ist es eben, wenn man zusammenzieht, dann wird es eben nicht verdoppelt. So kann man es also ganz klar lesen, der Stein ist die Einheit aus Vater und Sohn. Ewen, Oven, Vater, Sohn. Auch natürlich als materielles Symbol ist der Stein schon etwas sehr Sprechendes. Es ist quasi das, was dem Ewigen noch am nächsten kommt, hier so in der materiellen Welt. Es ist was sehr Beständiges. Ein anderes Wort, eben dann nicht für Stein, sondern für Fels, Zur. Hat zwar einerseits auch mit dieser starren Form wie in Mizraim zu tun, was dann auch Zara, Bedrängnis ist, also Zorres, wie es dann aus dem Jiddischen auch bis ins Hessische gekommen ist. Zorres sind die Zarot eigentlich, die Zures, Zorres, die Bedrängnisse. Aber nichtsdestotrotz ist Zur dann auch ein Gottesname, eben der Fels, in dem man sich bergen kann, als Schutzhort auch manchmal übersetzt. Und in diesem Sinne also das steinerne Element, dieses beständige, unerschütterliche Sinnbild für das Ewige hier innerhalb der Zeitlichkeit. Und das ist dann eben im Grundmaterial dieser Stein, Erwin, der sich zusammensetzt eben aus Vater und Sohn als Einheit. Also auch da keine Trennung zwischen dem ewigen Vater und dem Sohn als dem Ewigen, der sich in die Zeit begibt, ergießt sozusagen, sondern beides ist eins in diesem Stein.
Und daran beißt man sich dann halt die Zähne aus, als der König in dieser Welt, gerade des sechsten Tages, dieses ewigen in der Vergangenheit Lebens, könnte man auch sagen, und dieses ewigen, er ist ja gerade diese linke Seite des sechsten Tages, wo die Schlange geradezu ein heiliges Tier dann auch ist, wie er bei den ägyptischen Pharaonen dann auch die Schlange gerade etwas symbolisiert, was die Verbindung nach oben ausdrückt, so auf den bestimmten Kopfschmuck und dergleichen. Nichts grundsätzlich gegen diese Symbolik, die drückt durchaus eine Wahrheit aus. Das ist ja eigentlich nichts anderes als diese Kopftfilling. Aber in Ägypten wird dafür eben dann das Schlangensymbol gewählt. Und es ist ja auch die Schlange, die für das Öffnen von Augen zuständig ist. Nur im biblischen Urmythos sind es eben gerade die Augen der Zweiheit, die dann aufgehen, während das eine Auge geschlossen wird an dieser Stelle. Aber es gibt ja dann auch die Schlange in der Wüste, die von Mose erhöht wird. Und da wird sozusagen das Gift der Schlangen, die gebissen haben, wer die Geschichte nicht kennt, mögen sie nachlesen mit den Saraf-Schlangen, den feurigen Schlangen. Das Gift dieser Schlange wird dann gerade geheilt durch diese aufgerichtete Schlange. Also in dem Sinne, sei man auch vorsichtig mit aller Verurteilung der Schlangensymbolik. Nachasch, die Schlange, hat denselben Zahlenwert, 358, wie Moschiach, der Messias. Ich glaube, wir haben schon was dazu gesagt, dass diese 58 da eben das vierte Mal wiederkehrt. Also die 58 der Chen, der Gnade von Noach und so weiter, die kehrt gerade das vierte Mal wieder als 358. Also in dieser vierten Welt, in dieser Welt des Tuns, in dieser niedersten, materiellsten Ebene der Welt, ist es gerade die 358, die dieser Ausdruck dieser 58, dieser Chen unter anderem ist. Und das hat eben auch wieder, wie alles in dieser Welt der Materie, zwei Seiten, die beide zusammengehören im letzten Endes. So viel vielleicht an dieser Stelle genug zu der Geschichte vom sechsten Tag, von dieser linken Seite nun einmal. Zum fünften Tag, um weiter rückwärts vorzugehen. Das ist der Tag von Aaron, was die Patriarchen angeht. Das ist der Tag auch des Granatapfels, der Tag des Planeten Jupiter, des Metalles Zinn, des Badi auf Hebräisch, das haben wir alles schon mal zumindest erwähnt. Was wir glaube ich schon nicht erwähnt haben, ist, dass der Name des Jupiters Zedek ist im Hebräischen. Also da haben wir auch wieder diesen Zadik letzten Endes, das Gerechte. Ist dann eher oberflächlich übersetzt, ist aber eben der ganze Bezug zur Zadeh, zum Haken und zu diesem Menschenfischer, dem Zadik. Es gibt auch noch eine weitere Siebenheit, die noch gar nicht angesprochen wurde, und zwar die der sieben Doppelzeichen im hebräischen Alphabet. Also diese 22 werden eingeteilt in drei Mütter, Aleph, Mem und Shin, sieben Doppelzeichen. Zeichen, das sind die, also es gibt da sozusagen das Merkwort, könnte man sagen, Beget Kaporet oder Kaporet. Beget Kaporet, Beget ist sowas wie Kleid, Bekleidung und Kaporet ist der Name vom Sühnedeckel in der Stiftshütte, hat also was mit dem Deckel, mit dem Bedecken zu tun. Kippur, Yom Kippur ist von derselben Wurzel. Also Kapar ist das Bedecken. Also beides, Baguette und Kaporet, bekleiden, bedecken. Kann man ja eine gewisse Gemeinsamkeit sehen. So kann man sich vielleicht merken. Zufälligerweise sind das jedenfalls genau diese Doppelzeichen,
Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh und Taf. Und diese sieben heißen deswegen Doppelzeichen, weil sie eben in der ursprünglichen Aussprache oder jedenfalls im Prinzip auf zwei verschiedene Arten ausgesprochen werden können. Üblicherweise einmal als ein, wie man dann sagt, in der Sprachwissenschaft plosiv und einmal ein Frikativ. Also in deutschen Übersetzungen sowas wie ein plosiv, ein explosiv, also ein Öffnelaut oder sowas, also ein musisch nach einem Schluss von bestimmten Mundbestandteilen plötzlich durch explosives Öffnen der Laut ergibt, wie beim B eben, beim G ist es weiter hinten, beim D ist es so ein bisschen weiter vorne wieder, aber nicht so weit vorne wie beim B. Und bei jedem eben, außer beim Resch, beim R, ist es sehr schwierig überhaupt, also ich weiß zumindest nicht, was genau da die Doppelheit in der Aussprache sein könnte. Er fällt ein bisschen aus der Reihe verglichen mit allen anderen sechs, aber so ist es eben. Und Resch ist gerade dieser sechste Tag. Also das sechste Doppelzeichen, wenn wir es in dieser Reihenfolge haben. Also dieser sechste Tag hat auch da seine Besonderheiten. Aber jedenfalls, Bet, also der erste, Gimel der zweite, Dalet der dritte, und dann Kaf der vierte, P der fünfte und im Resch der sechste und Taf der siebte. Kurz vielleicht zum siebten. Taf. Nein, das wäre jetzt etwas zu weit führen. Vielleicht an anderer Stelle auf die Doppelaussprache von Taf als T oder S in den aschkenasischen Dialekten. Ursprünglich könnte man sagen ein TH, T, aber es wird eben de facto sozusagen ausgesprochen wie einmal T, wie beim Tet, also beim neunten Zeichen, und einmal als S, wie bei Samech, dem 15. Zeichen, dem Zahlenwert 60. Und diese Doppelwertigkeit ist natürlich auch wiederum charakteristisch für den siebten Tag mit seiner Doppelnatur als Wasserwelt und Wüstenwelt und so weiter. Aber jetzt an dieser Stelle wollten wir eigentlich Aaron mal ein bisschen ansprechen und den fünften Tag gerade. Und diese fünfte Sphira eben, Hod, die Formwerdung, da wo er so etwas Gestalt gewinnt, also die Pracht sich zeigt, der Glanz sich ausdrückt im Äußeren. Und Moshe, der vierte Patriarch, der vierten Sphira also, ist ja der, der eben unbeschnittener Lippen oder schwere Zunge ist, der sich nicht gut ausdrücken zu können glaubt und deswegen sozusagen nicht seine Berufung erfüllen will. Und so wird ihm als sein Mund quasi sein Bruder Aaron beigesellt, geschickt, zu ihm gestellt. So ist also Aaron der Mund von Moshe. Und P, das Doppelzeichen, was an dieser fünften Stelle steht, ist eben vom Klang her der Mund einfach. So ist also das schon mal sehr passend. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur ohne weiteren Kontext noch nicht so beeindruckend. Es sollte nur erwähnt sein. Ja, wie man schon merkt, jetzt an dieser Aussage, dass Aaron eben als der Mund, dass Mose gerade eine bestimmte Rolle übernimmt, wie man daran sieht, ist das Verhältnis oder die Beziehung von dieser 4 zu 5, von der vierten zu fünften Sphira eben sehr verzahnt und gar nicht so einfach, jetzt einfach nur von der fünften zu sprechen. Beziehungsweise wenn wir gerade Aaron als diesen Repräsentanten jetzt hervorheben und von ihm erzählen wollten, dann müssten wir eigentlich sehr, sehr weit ausholen, denn er ist ja gerade der Hohepriester, er ist der an erster Stelle für die Opfer Verantwortliche, also für das Darbringen oder das Näherkommen, Korban im Hebräischen, Karev, das Näher, sich nähern, aber auch Kerev, das Innere, das Innere wirklich in einem so geradezu physischen Sinne.
dafür verantwortlich, also diese Opfergaben zu bringen, das Tierische, also das Körperliche, wofür das Tier dann immer steht, zum Dienst an Gott bereit zu machen und den Weg zu begleiten und zu ermöglichen, sozusagen, dass alles, jeder selber, also es ist ja nicht der Hohepriester, der die Opfer selber dorthin führt und schlachtet und so weiter, sondern er gibt nur die Anweisung, oder überhaupt nicht der Hohepriester, die Priester üblicherweise, also die Söhne des Hohepriesters, die natürlich hier jetzt mit in diese fünfte Sphira gehören. Da sind wir wieder bei den Figuren, Patriarchen, die an diesen Stellen stehen, wo es natürlich nicht nur um sie selbst isoliert geht, sondern um die ganze, um alles, was mit ihnen einhergeht, sozusagen. Und da zählen dann bei Aaron natürlich ganz stark seine Söhne, die Priester, und im weiteren Sinne natürlich alle Leviten, wobei dann auch Mose eben in diesem engen Verhältnis steht. All das gehört dann dazu, zu dieser fünften und eben zu dieser ganzen dieser ganzen Waagerechten von vierter und fünfter von Mose und Aaron. Also eigentlich müsste man jetzt noch sehr viel auf die Opfergaben eingehen und die Details dazu, den ganzen Weg durch die Vorhöfe des Tempels und eben auch wieder den Gang zurück, nachdem man drinnen war, und gerade als Hohepriester, der ja Aaron ist, nicht nur der Weg bis zum Heiligtum mit dem Räucheraltar, der vor dem Vorhang steht, also außen vor dem Vorhang, sondern der Hohepriester betritt eben dann auch an diesem Yom Kippur, an dem einzigen Tag, wo das so geschieht, oder sagen wir so, in dem einzigen Tag im Jahresrund für uns auf Erden, wo sich eben dieser Zustand des Ewigen hier berührt mit einem Moment, diesem Kreis des Jahreslaufes. Wahren Welt ist natürlich nicht der Yom Kippur in irgendeiner Begrenzung vorhanden, sondern da ist er auch immer, und da ist der Hohepriester immer in diesem Heiligtum, also in dem Allerheiligsten, denn darum geht es, hinter dem Vorhang. Und der Gang bis dorthin sozusagen, das ist der Gang, den auch Aaron geht, einerseits hinein, aber andererseits auch wieder heraus. Und zu dieser ganzen Thematik sollte vielleicht an anderer Stelle mal wirklich in der würdigen Art und Weise sehr ausführlich darauf eingehen werden. Aaron übersieht man oft so ein bisschen in seiner Bedeutung, weil er so als Nebendarsteller neben Mose erscheint. Aber da vergisst man dann halt auch, dass diese ganze Routine des Alltags ja gerade dem Priester obliegt, während Mausche das alles erst einmal nur angeordnet hat, beziehungsweise weitergegeben hat, diese Anordnungen, aber die tatsächliche Ausführung liegt dann bei Aaron und seinen Söhnen. Und überhaupt auch die Worte, die in der Bibel aufgeschrieben sind, wenn da auch steht, Mausche sprach dies und jenes zu Israel, so ist es ja immer, wie die Überlieferung erklärt, eigentlich Aaron, der es verkündet dem Volk Israel. Und so steht er eben gar nicht so sehr am Rande, wie es vielleicht manchmal auf den ersten Blick wirkt, sondern er ist fundamental wichtig. Und eigentlich das ganze Buch Levitikus, könnte man sagen, beschreibt nichts anderes oder zu sehr, sehr großen Teilen diesen Dienst des Aaron und seiner Söhne und überhaupt den Opferdienst natürlich Israels und damit sehr stark diese fünfte Sphira. Und alles, was damit einhergeht. Deswegen eigentlich jetzt auf Aaron noch irgendwie groß einzugehen, das sei an anderer Stelle sich vorgenommen und hoffentlich einmal getan. Lieber gleich noch ein bisschen das Verhältnis von Mosche und Aaron zueinander und zu Mose noch eine Geschichte, die vielleicht etwas nochmal ausdrücken kann, was ihn charakterisiert. Und wenn wir es dann noch schaffen, auch noch die ersten drei, die drei, die zwei und die eins, Jakob, Yitzchok und Abraham, weiß genau andersrum aufgezählt, Abraham, Isaac und Jakob. Mal schauen. Noch einmal eine kurze Genusspause, um auch mit der rechten Freude an diese Sache ranzugehen.